Hi Leute, willkommen bei Blender Kunden Kaffee. Mein Name ist Bernie und es geht wieder weiter mit C#. Und zwar werden wir uns heute was relativ Wichtiges ansehen. Und zuerst mal werde ich jetzt hier diesen mich störenden Freiraum löschen. So generell per Konvention. Also ihr könnt natürlich hier alles zum einen in einer Wurst schreiben, wie ihr das wollt. Zum anderen könnt ihr es auch hier so aneinander stückeln. Also ist ja auch das hier nicht falsch. Vollkommen korrekter Code. Generell per Konvention lässt man eigentlich zwischen Methoden immer eine Zeile Abstand. Aber das ist schon wirklich mehr Geschmackssache als Konvention fast. Aber gut, so. Wir werden uns jetzt hier einen neuen Namespace anfügen und den nennen wir hier auch wieder Data. Der steht natürlich in keinem Konflikt zu unserem Data Namespace hier oben, denn dieser Data Namespace hier oben hat den Basis-Namespace Core Console und der hier unten hat den Sandbox WPF. So, und da möchte ich mir jetzt eine Klasse anlegen. Und zwar, ich würde mal sagen, wir machen mal eine Klasse Fahrzeug. So. Und diese Klasse Fahrzeug, das wird jetzt nur beispielhaft. Die hat jetzt beispielsweise Räder. Oder sagen wir, also wir machen ein Property mit dem Snippet Prop, das verwenden wir ab jetzt. Und sagen Räder oder nennen wir es Reifen. Reifen. So. Dann möchte ich eine Klasse Flugzeug. Und ich weiß, ein Flugzeug ist ein Fahrzeug. Wir betrachten das Fahrzeug jetzt aber mal als... Ach, wisst ihr was? Ich benenne es jetzt um ein Kraftfahrzeug, denn damit... ich überlege gerade, ob dann noch irgendwelche Leute sagen können, ja, aber auch ein Flugzeug hat ein Kraftfahrzeug. So, wir nennen das Bodenfahrzeug. mir wird auch hier vorgeschlagen, das gleich umzubenennen. Da sage ich ja. Das ist das Bodenfahrzeug. So. Dann haben wir eine Klasse Flugzeug. Und zwar das Flugzeug. Ja, das hat Turbinen. Und zwar eine Anzahl ab. So, zwei ganz normale, einfache Klassen. Und ich möchte sagen, ich möchte diese in einer Liste verwalten. So, und zwar ist ganz einfach. Ich mache mir jetzt eine Basisklasse und das nächste sogar Basisfahrzeug. So, und diese Klasse Basisfahrzeug soll etwas anbieten. Und zwar möchte ich jetzt eine Methode anbieten, die die Wartung beschreibt. Oder das Tanken meinetwegen. Oder, nein, ich nenne das Wartung. Und jetzt ist aber so, ein Basisfahrzeug gibt's gar nicht. Und eine kleine Vorwarnung, das wird vermutlich eine längere Lektion jetzt. Ich möchte ein Basisfahrzeug auch gar nicht erstellen können. Ich möchte aber, dass sich die alle das quasi teilen. So. Und dazu gibt es ein Keyword und das nennt sich Abstract. Und zwar ist es so, eine abstrakte Klasse ist eine abstrakte Klasse. Und das unterscheidet die normalen Klassen allen voran in genau einer Sache, nämlich eine abstrakte Klasse kann ich nicht erstellen. Das bedeutet, Basisfahrzeug kann zwar Funktionalitäten und alles haben, es kann sogar einen Konstruktor haben, aber ich kann ein Basisfahrzeug nicht erstellen. So, und hier machen wir jetzt eine Methode, public void Wartung. So. Und da kann ich jetzt natürlich schreiben, keine Ahnung, irgendwas to do. Oder Fahrzeug wird gewartet. Wir machen jetzt keine Ausgabe, das ist jetzt eine sehr... ausführungslose Lektion hier. So. Und jetzt ist so, hier habe ich ein Flugzeug und jetzt kann ich aber sagen, auch wenn ich Basisfahrzeug nicht erstellen kann, ist ein Flugzeug ein Basisfahrzeug. Und dasselbe gilt auch für das Bodenfahrzeug. Und zwar mache ich hier meinen Doppelpunkt für die Ableitung eben wieder und gebe den Klassennamen an. Jetzt ist es so, ich kann viele Dinge machen. Und ich mache mir hier jetzt einfach eine leere Void, private Void. Im Regelfall schreibt man sowas mit foo. So. Und ich kann jetzt sagen, ich deklariere ein Basisfahrzeug. Fahrzeug
Steuerung Punkt, wir importieren uns unseren Namespace, FCG 1. So, ich kann es deklarieren. Das ist gar kein Problem. Ich kann auch sagen, ich erstelle eine Liste von Basisfahrzeugen. List FCG ist gleich New List. Das geht alles. Was nicht funktioniert, und zwar niemals mit einer Basisklasse, ist hier zu sagen, das ist ein neues Basisfahrzeug. Denn Basisfahrzeug ist eine abstrakte Klasse. Und da steht auch, es konnte keine Instanz der abstrakten Klasse oder Schnittstelle, zu Schnittstellen kommen wir gleich noch, Basisfahrzeug erstellt werden. So. Und generell verwendet man abstrakte Klassen dazu, wenn die Dinge einen gemeinsamen Kern abbilden, also beispielsweise beides Fahrzeuge sind, aber diese Basis selbst nicht existieren kann. Also es gibt kein Basisfahrzeug. Oder habt ihr schon mal, keine Ahnung, ein Basisfahrzeug gesehen, das die Gemeinsamkeiten zwischen einem Flugzeug und einem Auto abbildet? Das gibt's ja nicht. So, und dafür verwendet man solche Sachen. Und Abstract hat es Vorteile. Sobald eine Klasse als Abstract markiert ist, darf ich auch Methoden und auch Properties als Abstract markieren. Beispielsweise kann ich sagen, die Wartung führt gewisse Dinge durch. Und zwar könnten wir jetzt sagen, wir wollen einfach ein Property anbieten, public bool oder sogar einen int für den Status gewartet. Mit get und mal einen public set accessor, aber das ist ja auch irgendwo nicht so optimal. Deswegen kommen wir jetzt schnell zu einem neuen Zugriffsmodifikator. Und zwar den Protected. Denn Protected beschreibt quasi, dass der Zugriff aus der Klasse und allen davon abgeleiteten Klassen erfolgen darf. Das heißt, zugreifen kann man jetzt in der Klasse Basisfahrzeug darauf und in allen Klassen, die davon ableiten oder natürlich auch von der Klasse, die vom Flugzeug ableitet. Wichtig ist nur, dass man in der Vererbungshierarchie nach oben irgendwo dann das Basisfahrzeug drinnen hat. Das wird durch Protected beschrieben. So, und jetzt möchte ich aber pro Fahrzeug quasi einen Status setzen. Jetzt könnte ich natürlich wieder eine Virtual Void erstellen und könnte die überschreiben, wenn ich das möchte, aber es zwingt mich nicht dazu. Ganz anders ist das mit abstrakten Methoden, Properties etc. Geht mit beiden. Und zwar kann ich jetzt hier sagen, public void Wartung. Und hat keine Parameter und, das ist ganz wichtig, hat hier einen Strichpunkt anstelle eines Methodenkörpers. So, und jetzt haben wir natürlich noch einen Fehler, denn eine normale Methode darfst du nicht markieren. Es steht auch, Basisfahrzeug.Wartung ist nicht als abstrakt, extern oder partiell gekennzeichnet und muss daher einen Text deklarieren, also einen Funktionsblock. Und deswegen schreiben wir jetzt nach dem Public das Keyword Abstract. Und dadurch wird diese Methode abstrakt und das ist total praktisch, denn ich versuche jetzt mein Projekt zu bauen und werde gleich mal zwei Fehler bekommen, also sogar drei. Weil wir hier noch das Basisfahrzeug erstellen, das ändern wir gleich. So, aber allen voran steht auch, Bodenfahrzeug implementiert den geerbten abstrakten Member Basisfahrzeug.Wartung nicht. Und das kann ich jetzt machen. Ich implementiere die abstrakte Klasse und ich sehe auch hier schon das Override-Wort. Und tatsächlich muss Abstract immer overrided werden und kann nicht mit new quasi überschrieben werden. Das versuchen, was dann passiert. So, ich habe jetzt hier wieder meinen Fehler natürlich, denn ich bin ja nicht gezwungen, dass ich das ausführe. Denn wenn ich das als Basisfahrzeug deklariere und auch als Bodenfahrzeug dann initialisiere, würde dennoch die new void nicht angesprochen werden. Das ist ja bei override anders, haben wir auch schon gelernt. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte gewartet auf 1 setzen. Kann ich machen. Und es funktioniert auch, also ich habe keine Fehler. Hier machen wir nochmal dasselbe. Wir sagen hier mit Steuerung Punkt, abstrakte Klasse implementieren. Und sagen hier jetzt gewartet ist gleich 2. Und entsprechend wird hier die Methode Wartung in den jeweiligen Klassen aufgerufen. Dazu sei auch zu sagen, natürlich darf auch eine abstrakte Klasse eine weitere abstrakte Klasse ableiten. Das heißt, ihr könnt da genug abstrakte Klassen dazwischen schalten, wie ihr das wollt. Ich muss nur klar sein, dass jedwede Instanz, die jedwede Klasse, die Abstract ist, nicht instanziert werden kann. Das heißt, da gibt es kein New Keyword dafür
und ihr könnt das auf keine Art und Weise erstellen, damit es wirklich von diesem Endtyp ist. Denn wie es hier ist, wir haben zwar hier Basisfahrzeug und ich kann das ein Basisfahrzeug zuweisen, aber der dynamische Datentyp, also der finale Datentyp am Ende, ist tatsächlich dann das Flugzeug. Und jetzt ist es so, diese abstrakten Klassen geben jetzt Möglichkeiten an die Hand. Wie normale, beispielsweise Klassen, also wo wir eine Basisklasse haben, kann ich euch hier eine Liste davon erzeugen und kann dann sagen, List FCG Add und New Flugzeug, weil ein Flugzeug ein Basisfahrzeug ist, kann ich dreimal machen. Dann kann ich hier das Bodenfahrzeug nehmen. So, und ich könnte jetzt einfach sagen, quasi for each war item in list FCG, denn da kriegen wir jetzt quasi das Basisfahrzeug als Typ. Das werden wir auch hier so verwenden. Kann ich jetzt sagen item.wartung. Und ich habe auch den Status gewartet. Was ich natürlich nicht habe, in dieser Klasse sind meine Felder aus Flugzeug und das Bodenfahrzeug. Aber ich kann jetzt hier perfekt eine Wartung durchführen. So, und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Konstellation. Das heißt, wir sagen, wir sind heute eine so multifunktionale Firma, dass wir auch Elektrogeräte anbieten. Das heißt, wir machen eine Klasse Elektrogerät. Und passt das? Elektrogerät hat, keine Ahnung, top. Nennspannung in Volt natürlich. So, und dann haben wir da so ganz kleine Elektrogeräte, die batteriebetrieben sind. Also beispielsweise hier eine Klasse. Was ist ein ganz kleines? Ein Mixer beispielsweise. So, so ein Mixer. Das ist was Tolles, denn ein Mixer ist ein Elektrogerät. Und auch Elektrogerät will ich jetzt einfach wieder mal abstract machen. Das muss nicht mal eine Abstract-Methode enthalten. Das heißt, ich brauche da gar nichts Abstraktes reinzutun, aber rein durch das Abstract-Keyword kann ich verhindern, dass es instanziert wird. Spätestens, wenn es eine Abstract-Methode oder eine Abstract-Property in so einer Klasse gibt, dann müsst ihr auch die Klasse selbst natürlich als Abstract markieren. Aber gut. So. Und hier sagen wir jetzt, keine Ahnung, wir haben eine Waschmaschine. Und eine Waschmaschine ist jetzt natürlich kein Mixer, sondern ist auch ein Elektrogerät. Und keine Ahnung, das hat neben der Nennspannung natürlich noch ein Prop N, keine Ahnung, Füll, Prop N ist ein falsches Snippet, sorry. Eine Füllmenge in Kilo. Und für unseren Mixer haben wir es vergessen. Also das Prop, das hat. Okay, ich weiß, klingt dumm, aber wir sagen, wir geben sogar die Anzahl der Rührstäbe an. Und das ist jetzt alles ganz nett. So, und jetzt sind wir so eine tolle Firma und neben unseren Fahrzeugen warten wir auch noch so manches Elektrogerät. So, und alles kein Problem. Wir könnten jetzt sagen, wir fügen beim Elektrogerät auch wieder ein Public Bool gewartet. Ach, nee, ein Int war ein Status, sorry. Gewartet hinzu. Get set oder private protected set. Machen dann auch wieder unsere Abstract Void und so weiter. Was jetzt aber, wenn ich sage, die Mixer, die warten wir nicht. So, dann hätte ich jetzt hier zum Beispiel eine leere Methode. Das heißt, Mixer müsste dann entsprechend auch etwas für die Wartung anbieten, obwohl das ein nicht wartbares Gerät ist. Und wir generell sagen, wir warten nur so manches Elektrogerät, dafür machen wir ganz andere Sachen mit ihnen. Beispielsweise haben wir die im Vertrieb oder sonst was. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir sagen, wir wollen das alles schon warten, dass wir da irgendwie eine gemeinsame Basisklasse haben, ein wartbares Gerät. Aber das würde uns natürlich dann in letzter Instanz dazu zwingen, wir können das jetzt, ich bilde das wirklich jetzt mal ab. Ich muss sagen, jetzt hier da hinzufügen, Klasse, wartbares Gerät.
Und da wir ja jetzt von dieser Klasse ableiten, bieten wir, da sagen wir auch, dies Abstract. Und ich schnappe mir jetzt hier einfach mal aus den Bodenfahrzeugen die Wartung, aus dem Basisfahrzeug das Property Wartung und auch das gewartet, Property gesagt, sorry. Wo haben wir das wartbares Gerät? Hier. Ich schnappe mir hier quasi das gewartet, den Status und die Public Abstract Void Wartung. So, und das funktioniert jetzt so toll. Das Bodenfahrzeug leitet vom Basisfahrzeug ab und das Basisfahrzeug muss jetzt natürlich von wartbares Gerät ableiten und auch das Elektrogerät muss dann von wartbares Gerät ableiten. So. Und jetzt funktionieren zwar unsere Fahrzeugklassen wieder, aber wir müssen natürlich für die Waschmaschine diese Void implementieren. Na, machst du hier besser. Und da sagen wir jetzt gewartet ist, keine Ahnung, 12. Und hier muss ich auch, obwohl wir den Mixer nicht warten, das implementieren. Das heißt, ich habe ein Abstract Void vorgeschrieben und jede Klasse, die nicht abstrakt ist, muss das natürlich in irgendeiner Form implementieren. Denn wir müssen über die Abstract-Methoden gewährleisten, dass auch wirklich jede Instanz das verwendet. Das gibt uns aber den Vorteil, hier zu sagen, in meiner Main-Window-Klasse gehe ich dann nicht auf diese Basisklasse, sondern eher auf wartbares Gerät. So. Und es ist jetzt ganz nett, weil ich kann jetzt hier, ich dupliziere das einfach mal, kann ich sagen, ich möchte hier zum Beispiel 3 Waschmaschinen einfügen. Waschmaschine. So. Und ich kann es auch mit dem Mixern machen. Machen wir hier, so. Mixer. Und jetzt ist es natürlich so, ich möchte ja den Mixer nicht warten. Und denkt euch, ja gut, aber die eine Methode, die kann ich ja wohl mitnehmen und leer lassen. Das heißt, wir machen das so. Tatsächlich aber kann es sein, dass ihr natürlich, würdet ihr immer versuchen, einen gemeinsamen Nenner in der Basisklasse zu finden, dass ihr da oft dann auf zig oder auch im Worst Case natürlich auf hunderte leere Methoden kommt und den Überblick verliert. Denn ein Mixer ist zum Beispiel nicht wartbar. Genauso wie ich ein Flugzeug jetzt nicht an eine handelsübliche Lichtstromsteckdose anstecken möchte in meiner Küche. Das heißt, solche Sachen. Und im Endeffekt würden wir die ganze Welt abbilden, müssten wir, keine Ahnung, auf welche Basisklasse gehen. Die formlose Entität vermutlich und dann alles irgendwie versuchen, hierarchisch aufzubauen. Das juckt aber keinen. Denn ist kompliziert, wollen wir nicht machen. Und natürlich alles, was ich hier in meiner Basisklasse hier hineinschreibe, muss dann in allen finalen Klassen übernommen werden. Und da gibt es jetzt so einen tollen Ausweg. Und zwar, dieser Ausweg sind Interfaces. Interfaces sind was Tolles. Stellt euch das vor, ihr kennt ja euren Gameboy. Vielleicht kennt ihr den Gameboy auch nicht mehr. Vielleicht kennt ihr auch einen Nintendo DS, etc. Da ist es so, da haben wir auch eine Schnittstelle. Ein Interface ist nur eine Schnittstelle. Und bei einem Gameboy ist das quasi der Steckplatz für die Karte, für das Spielmodul. Und dem Gameboy ist relativ egal, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist, also ob das jetzt meinetwegen ein verkleinertes Modul ist, ob da innen eigentlich was komplett anderes läuft, ob da meinetwegen irgendjemand so krank war und einen Controller für ein CD-Laufwerk geschrieben hat, etc. Sondern der Gameboy schreibt ein Interface vor. Und zwar muss das Speichermodul an seinem Anschlussstück genau die vorgeschriebenen Kontakte anbieten. Also das heißt, die Kontakte müssen aufeinander aufliegen. Und natürlich muss auch ein gewisser Speicherübertragungsstandard etc. alles passen und was da angesteuert wird und so weiter. Und wir können jetzt dasselbe machen. Und zwar sage ich dazu, ich möchte etwas hinzufügen, gehe auf ein neues Element und sage, ich möchte eine Schnittstelle erzeugen. Ich könnte auch eine Klasse erzeugen und das umbenennen, aber machen wir es mal so.
Und zwar gibt es eine Konvention in C-Sharp und die solltet ihr wirklich einhalten. Jedes Interface beginnt mit einem großen I. Und zwar nehmen wir jetzt ein Interface mit wartbares Gerät. Und zwar ein i-wartbares Gerät. Machen wir Public. Und ich sehe schon, ich habe hier statt des Keywords Class habe ich hier ein Interface und mein Name wird gelb geschrieben und nicht grün. Und jetzt ist es beim Interface so, ein Interface selbst kann man auch nicht erzeugen. Das ist wie eine abstrakte Klasse, so ein bisschen. Bloß mit dem Unterschied, dass dieses Interface gar keinen wirklichen Inhalt hat, sondern nur etwas vorschreibt. Beispielsweise ein Property mit dem Status gewartet. Und da kommt jetzt so ein bisschen, ich sagen, das Komplexere ins Spiel oder das Einfachere vielleicht sogar. Ein Interface muss, oder besser gesagt, definiert keinerlei Zugriffsvariablen. Denn wenn ich ein Interface bereitstelle, dann gehe ich davon aus, dass es immer aufrufbar ist. Denn ein Interface in einer Klassenhierarchie, das nur für diese eine Klassenhierarchie gilt, macht keinen Sinn. Deswegen können wir Protected ausschließen. Für Private, also für Zugriffe aus der eigenen Klasse, brauchen wir kein Interface. Und ja, Public ist natürlich dann der verbleibende Internal, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich kann jetzt hier sagen, ich schreibe vor ein Int gewartet. Und zwar schreibe ich einen Get und einen Set-Accessor vor. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier keinen Methodenblock dafür definieren. Also ich kann das nicht so machen. Denn, sagt er hier schon, ist nicht das abstrakt, extern oder partiell gekennzeichnet, man muss da einen Text deklarieren. Und jetzt sagen wir get und sagen einfach beispielsweise return 0. Das wäre ein passender Wert. Na, wo bleibt der Fehler? Und in diesem Interface kann ich jetzt eben definieren, beispielsweise wir versuchen es einfach mal public void Wartung mit Methodenkörper. Sag mal, habe ich das verpasst? So, bevor mich das Ding schwach macht, erkläre ich jetzt mal, wie es früher war. Und zwar bis C# 8 konntet ihr quasi in einem Interface alles bloß ohne Zugriffsmodifikator und auch ohne Methodenkörper definieren. Und das ist jetzt ein bisschen anders als C# 8, geht das nämlich witzigerweise. Also wenn ihr etwas so auf diese Art definiert, dann muss es nachher in der finalen Klasse implementiert werden. Aber es gäbe jetzt auch die Möglichkeit, hier etwas zu einzufügen, zum Beispiel eine Public Void Wartung Test beispielsweise. Und hier könnten wir irgendwas ausführen. Es kann jetzt irgendwas sein, dass wir können hier ein Property beispielsweise setzen. Tatsächlich ist dann aber nur über den Interface Namen aufrufbar und da kümmern wir uns später drum, dass ich euch das zeige. So, wir betrachten jetzt allen voran mal die Void Wartung und habe ja auch kein Default Property hier, das würde man jetzt so quasi eine Default Method vom Interface nennen und wir wollen aber auch hier oben beim gewartet Status die Implementierung erzwingen. So. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben hier ein Property erzeugt. Und diese müssen jetzt implementiert werden, denn wir schreiben die bloß vor. Das hier unten lassen wir mal außer Acht. Das ist jetzt C# 8 spezifisch. Aber das hier schreiben wir erstmal vor. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Mixer reingehe, dann bin ich immer noch vom Typ Elektrogerät. Und mein Elektrogerät möchte ich jetzt nicht mehr von wartbares Gerät ableiten. Das heißt, hier haben wir eine Override Void Wartung, die kennt er jetzt nicht mehr und der Mixer ist auch noch, ich habe daneben gedrückt und der Mixer hat das natürlich auch noch. So, beim Mixer lösche ich es weg, den Mixer will ich ja gar nicht warten, aber die Waschmaschine möchte ich warten. Und jetzt kann ich sagen, so ein Interface ist nicht so wie eine Klasse, dass ich sage, ich darf immer nur von einer Klasse ableiten. Es gibt keine Mehrfachvererbung etc., sondern Interfaces darf ich beliebig viele implementieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier beispielsweise einen Klassennamen bereits stehen habe, dann mache ich das mit Beistrich. Ansonsten nach einem Doppelpunkt schreibe ich jetzt einmal mal i
wartbares Gerät. Und ich kriege jetzt hier schon Fehler. Ich lösche das mit der Wartung noch eben weg. Und zwar sagt der Waschmaschine implementiert den Schnittstellenmember, gewartet, bla 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 nicht und Wartung nicht. Und das kann ich jetzt implementieren. Und für gewartet kriege ich jetzt ein Property. Standardmäßig wird C-Sharp beim Implementieren hier immer eine Not Implemented Exception werfen. Das heißt, das ist ein Standardplatzhalter, dass das noch nicht implementiert wurde und führt beim Aufruf zu einem Laufzeitfehler. Also das stürzt das Programm ab. Ich kann das jetzt aber ganz banal als implizites Property definieren. Ich kann sogar hier sagen Private Set, weil wir nur aus unserer eigenen Klasse darauf zugreifen. Und habe jetzt eine... Ach nee, darf ich nicht. Sorry. Jetzt kommt es erst. Wir können das Set hier weglassen. Denn wir wollen ja eigentlich nur den Gewartet-Status später abfragen. Das heißt, dann kann ich das Set hier selbst bestimmen. Ich muss das nicht machen. Dann ist aber so, dann brauche ich entweder ein explizites Property, was ein Field dabei hat, oder ich mache es im Konstruktor etc. Egal. Wir definieren das jetzt so. Denn vorgeschrieben ist nur der Get-Accessor und nur der Get-Accessor muss auch public sein. Und hier kann ich jetzt sagen, gewartet ist gleich 12. Und jetzt das Schöne, ich kann jetzt das wartbare Gerät, das löschen wir einfach wieder. Und ich sage jetzt, meine Basisfahrzeuge wollen das auch implementieren. So, jetzt kann ich das für das Flugzeug implementieren, wenn wir es hier haben. Oder ich könnte es einmal in der Basisklasse implementieren. Da braucht nicht jeder alles zu implementieren. Das heißt, hier leite ich von I wartbares Gerät ab. Hier mit einem Doppelpunkt, weil wir keine Basisklasse mehr haben. Und ich implementiere das. Und was ich jetzt machen darf, ist auch hier wieder eine Klammer zu schreiben. Und das ist Abstract zu markieren. So, und jetzt der Trick. Wir haben jetzt eigentlich das Interface erfüllt, denn es gibt jetzt eine Public Void Wartung. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, das soll Abstract sein, da wir selber das nicht implementieren wollen. So, und das gewartet implementieren wir jetzt wie gewohnt schon mit Get. Und da wir hier aus den abgeleiteten Klassen zugreifen, mit Protected Set. So. Das heißt, per Vererbungslehre ist jetzt ein Bodenfahrzeug auch ein eiwartbares Gerät. Und das Flugzeug ist auch ein eiwartbares Gerät. Und das Override stimmt, denn wir overriden hier tatsächlich die Methode in der Basisklasse. Und die wird zur Verfügung gestellt für das Interface. So, und der praktische Nutzen ist jetzt natürlich, ich habe kein wartbares Gerät. Ich könnte jetzt hier sagen, das Basisfahrzeug. Nehme ich wieder aus meiner Basisklasse und das funktioniert so lange, bis ich ein... Ja gut, den Mixer warten wir nicht, aber die Waschmaschine. Und bis dahin funktioniert es. Erst wenn ich die Waschmaschine hinzufüge, habe ich ein Problem. Denn die Waschmaschine ist zwar auch ein wartbares Fahrzeug, aber wir haben gesagt, unsere Basisklasse ist Basisfahrzeug. Jetzt kann ich aber auch hier sagen, ich habe eine Liste von i-wartbares Gerät. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung, welche Klassen da wirklich drinstecken, aber ich kann mir sicher sein, jede davon bietet das Interface an, oder besser gesagt, hat das Interface implementiert. Das heißt, jedes Gerät kann auch gewartet werden. Und ich sehe schon, der Compiler lässt mir das hier zu. Und ich kann es auf jedes Item Wartung sagen, denn das hier ist die Interface-Methode. Und wenn die aufgerufen wird, dann wird in die Klasse gegangen, denn in der Klasse muss es ein entsprechendes Pendant zu dieser Methode geben. Das heißt, er schaut mal in die Basisfahrzeuge rein oder besser gesagt in die Basisfahrzeuge. Hier ist die Abstract Void definiert und die wird dann vom Bodenfahrzeug und vom Flugzeug overrided und setzt den Gewartet-Status. Und bei der Waschmaschine ist es anders, da ist es nicht das Elektrogerät, sondern die Waschmaschine selbst, die beides implementiert hat. Und dadurch haben wir jetzt gewährleistet, dass das, was wir im Interface definiert haben, auch wirklich für uns zugreift und verwendbar ist. Das heißt, ich kann jetzt auf jedes Gerät sagen Wartung und könnte dann sagen, meinetwegen, ich mache eine Wartungssumme, warum auch immer ich sowas machen sollte. Und sage Wartungssumme ist gleich Wartungssumme. Ich schreibe das jetzt absichtlich aus, gibt es auch eine Kurzschreibweise. Plus Item gewartet. Und der Vorteil ist jetzt, ich kann jetzt mehrere Interfaces gleichzeitig implementieren. Da ich ja hier Interfaces habe und die schreiben mir nur etwas vor, aber die zwingen mir keine Basisklasse auf. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich mache ein
Eine Klasse. So. Dann überlegen wir, was für uns wichtig ist. Keine Ahnung, wir sagen, für Großgeräte verlangen wir eine Steuer zum Beispiel. I, Geräte, Steuer oder sagen wir einfach I, Privatgerät. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier niemand zuguckt, der sich ein Privatchat leisten kann. Ich bin in das hier um auf Public Interface. Und dann sagen wir, hier gibt es beispielsweise ein Property, das den Kaufpreis angibt. Und zwar auch mit Get einfach. Und jetzt sage ich, der Kaufpreis ist für mich nur für Privatobjekte interessant. Und für mich ein Privatobjekt ist beispielsweise das Bodenfahrzeug, also ein Auto. Das ist ein Privatobjekt. Auch hier implementieren wir einfach das Property und sagen, unsere Fahrzeuge kosten standardmäßig, keine Ahnung, 14.000 Euro. Mein Mixer ist jetzt auch ein Privatgerät. Und der hat einen Kaufpreis von, keine Ahnung, 30 Euro. Und meine Waschmaschine ist auch ein Privatobjekt. Und muss das auch noch implementieren natürlich. Und die hat einen Kaufpreis von, sagen wir, 600 Euro. Und jetzt habe ich einen Vorteil quasi. Das heißt, ich kann meine Waschmaschine und meine Autos eigentlich beiden Interfaces zuordnen. Wenn ich jetzt sage, ich will vor allem den Kaufpreis haben, dann gehe ich auf das iPrivatObjekt-Interface. Das heißt, ich kann mir hier jetzt sagen, ich wandle das mal um. Einfach mal so, ein iPrivatObjekt. Und das Einzige, was rausfallen wird, ist das Flugzeug. Denn das Flugzeug ist kein Privatobjekt. Dafür können wir jetzt hier den Mixer einfügen. So. Und natürlich ist es jetzt so, die Wartung, wir müssen hier das unten noch ändern. Da wir jetzt hier ein iPrivatObjekt haben, deswegen nehme ich gerne wahr, dann ersetzt es automatisch, kann ich das nicht mehr warten, aber ich kann beispielsweise die Int, Mann, ich bin heute echt nicht ganz auf der Höhe, die Anschaffungssumme kann ich jetzt berechnen. Und zwar sagen wir, die Anschaffungssumme ist die Anschaffungssumme, das heißt, wir fangen bei 0 an, plus den Kaufpreis. Und das passt jetzt ganz gut, muss ich sagen. Natürlich könnten wir auch hier verschiedene Instanzen mit verschiedenen Kaufpreisen erstellen, also ein Mixer vom Anbieter A etc., solche Sachen. Aber wir haben jetzt hier quasi das Interface implementiert. So, und was jetzt natürlich auch noch geht, ich habe das hier unten erstellt aus Versehen, ein Interface kann von einem anderen Interface ableiten. Wenn ich das jetzt zwar mache, dann wäre das sinnlos hier, da wieder alle alles implementieren müssten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein iPrivatObjekt auch ein iWartbares Gerät ist und implementiere das oder ich importiere es, denn implementieren muss ich es hier nicht. Denn wir sagen nur, unser iPrivatObjekt schreibt schon alles von iWartbares Gerät, von unser eigenes Zeug. Aber hier im Interface interessiert es mich gar nicht, was hier vorgeschrieben wird, denn ich muss es hier noch nicht implementieren. So, und bei der Waschmaschine haben wir kein Problem, denn die Waschmaschine implementiert beide Interfaces und wir könnten jetzt sogar das iWartbares Gerät weglassen. Es ist trotzdem eins, da ja iPrivatobjekt von iWartbares Objekt ableitet. So, auch beim Basisfahrzeug wäre es fast so. Jetzt kann ich sagen, alle Basisfahrzeuge sollen iWartbare Geräte sein, aber ich möchte quasi, dass das Bodenfahrzeug zusätzlich noch ein iPrivatobjekt ist. Auch das funktioniert reibungslos. Denn natürlich haben wir zwar hier in der Vererbung auch festgelegt, es muss auch ein iWartbares Gerät sein. Das ist aber schon gewährleistet durch die Basisklasse. So, das einzige Problem haben wir jetzt beim Mixer, denn der Mixer ist kein wartbares Gerät. Deswegen war auch meine Anmerkung, dass es jetzt in genau diesem Fall sinnlos wäre, dann würden wir unser Szenario weiterverfolgen. Was ich euch damit zeigen wollte, ist eigentlich die Mächtigkeit der Vererbung und auch von Interfaces und abstrakten Klassen. Das ist anfangs ziemlich schwierig zu verstehen. Keine Sorge, es wird besser mit der Zeit.
Und er braucht jetzt einfach nur ein bisschen Übungen im Ganzen. Das heißt, mit jedem Mal, wo ihr das anwendet, wo ihr ein bisschen herumprobiert, wird das auch besser werden. Denn dann, gerade durch dieses Probieren seht ihr, aha, okay, da und dort sind also die Grenzen von dem Interface, da und dort komme ich jetzt mit einer Klassenhierarchie nicht mehr weiter. Und. Das ist wirklich Übungssache. Und irgendwann macht es bei euch plötzlich Klick und es ist alles vollkommen selbstverständlich für euch. Und ihr arbeitet einfach damit. So, und was ich euch jetzt noch zeigen wollte, das war diese Standardmethode. Dazu herzlich willkommen zu C-Sharp 8. Und zwar, ich sage jetzt, ich erstelle mir hier eine Waschmaschine. Und das ist einfach eine New Waschmaschine. Jetzt kann ich sagen, die Waschmaschine, Punkt, Wartung, Test. So. Warum geht das jetzt nicht? Ganz einfach. Jetzt auch noch angesehen. Diese Default-Methoden, die wir hier angeben, die müssen tatsächlich auf den Interface-Typen statisch aufgerufen, also besser gesagt, der statische Typ muss vom Typ des Interfaces sein. Das heißt, wie es hier ist, I, wartbares Gerät. Denn erst dann wird das aufgerufen. Ansonsten sucht er nach dieser Methode in der entsprechenden Klasse und dort findet er es nicht, denn das ist wirklich eine Interface-Methode. Was wir jetzt hier beispielsweise machen könnten, ist einfach zu sagen, gewartet ist gleich gewartet mal 2. Und also dazu müssten wir den auf set true setzen, sorry. Aber ich könnte jetzt hier sagen, ich rufe die Wartung auf, beispielsweise. Also hätten wir jetzt oben den Setter nicht private gemacht, hätten wir das machen können. Und ich kann jetzt hier sagen, ich rufe die Wartung auf und sage aber zum Beispiel danach, ich möchte noch den, keine Ahnung, gewartet Wert irgendwie verarbeiten und es auslesen. Und es würde automatisiert passieren und ich müsste das nicht in jeder Klasse implementieren. Also das ist vor allem dann interessant, wenn ihr per Interface beispielsweise auch ein Property zuweisen wollt. Der Haken an der Sache ist eben, ihr müsst dann das Ganze wirklich per Interface ansprechen. Das heißt, die Klasse implementiert das dann nicht mehr, sondern das ist im Interface implementiert. Das ist jetzt neu unter C-Sharp 8. Früher waren Interfaces extrem abgesperrt und man konnte das nicht. Mittlerweile geht's. Wir sehen uns das schnell an. Wenn ich jetzt hier beispielsweise trotzdem eine Waschmaschine habe und ich kriege die schon als Waschmaschine, ich weiß, eine Waschmaschine, dann kann ich das ja auch einfach casten. Und zwar gibt es da eine Kurzschreibweise. Für Referenztypen, die ableitbar sind, kann ich auch ein as-Keyword verwenden anstatt des expliziten Cast. Und ich sage ihm as-wartbares Gerät und dann wird das ausgeführt und dann geht er rein. Hier. Es ist aber so, wenn Wartung aufgerufen wird, geht er wirklich auf die überschriebene Methode in der Instanz. Das heißt, das ist dann wieder das, was auf eurer Waschmaschine angegeben ist und per Override. In der Waschmaschine haben wir gar keinen Override, da haben wir es direkt drin. Also das ist die Methode in der Waschmaschine. Und auch das gewartet wird nicht hier ausgelesen, denn es ist Properties hier nur angegeben, dass wir es implementieren müssen. Sondern eben das kommt auch aus der Waschmaschine. Das heißt, da wird effektiv der Wert, der hier drin gespeichert wird, ausgelesen. Das war jetzt mal so. Traurigerweise ist es wirklich ein ganz kurzer Crashkurs gewesen. Rein zum Thema abstrakte Klassen und Interfaces, was da natürlich alles möglich ist. Also da sind euch fast keine Grenzen gesetzt. Natürlich gibt es Grenzen, denn hätten wir bei den abstrakten Klassen keine Grenzen, dann hätten wir niemals Interfaces gebraucht und so weiter oder umgekehrt. Und ihr könnt da jetzt auch gerne ein bisschen rumtüfteln, spiele ich mal ein bisschen, versucht mal mit mehrfach Ableitungen, auch mit mehrfach Implementierung, also wie wir das auch schon hatten beim Bodenfahrzeug, denn hier ist in der Basisklasse ja quasi schon das wartbare Gerät drin. Hier haben wir es nochmal abgeleitet, versucht das mal rauszufinden, wie sich das dann auch auswirkt. Und beim nächsten Mal werden wir dazu vielleicht sogar mal erste praktische Beispiele machen und uns mal ansehen, wie wir auch damit umgehen können. Also was jetzt der praktische Nutzen davon ist und wie wir ein kleines, sinnvolles Programm schreiben können. Vielleicht auch für unsere Person. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ihr könnt auch gerne die Glocke noch aktivieren.
dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn das nächste Video online ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.